Der Weihnachtsmann sieht's. Bruno, das ist nicht die Zeit, sowas zu fragen. Dass der Weihnachtsmann so schwierig ist, habe ich auch nicht gedacht. Bruno, jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mir zu folgen, du Blödmann. So, wir müssen doch nicht mit Bruno, nein. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zur What a Baby Challenge. Daisy ist nicht schwanger. Wir müssen sie aber schwanger werden lassen, weil ansonsten bin ich mir sehr sicher, dass sie, ja, morgen Geburtstag hätte. Das geht nicht. Dementsprechend an Weihnachten um 12.22 Uhr versuchen wir sie noch schwanger werden zu lassen. Wir werden ganz schnell, aber ganz, ganz schnell woanders hinrennen, dann schnell jemanden finden, der uns schwängern kann und dann zurückgehen zum Winterfest, wo wir eine große, große Weihnachtsfeier haben werden mit Family Time. So viele Leute, wie es nur geht, werden wir einladen auf das Grundstück und versuchen, ein cooles Weihnachtsfest zu haben. Ich meine, der Weihnachtsmann Bruno ist schon da. Oh, es wird ein bisschen komisch, wenn wir jemanden haben, den wir einladen zu Weihnachten und mit ihm dann vor Ort ein Techtelmechtel haben. Aber was soll's? Der Weihnachtsmann darf dann auch nicht so kritisch mit uns sein. Er weiß ja, worauf er sich eingelassen hat. Ne? 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 Ja, und ansonsten sieht es hier nicht viel anders aus. Lillian und Fiona und Hannah, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Solltet ihr nicht? Ah, das war ja letztes Mal so wild mit den Schwangerschaftsversuchen. Deswegen habe ich sie noch nicht altern lassen. Okay, okay, okay. Wir werden es so machen. Erstmal Daisy leihen. Du musst dich umziehen. Du musst hier Abendkleidung anhaben. Und wir gehen jetzt mit dir sofort in die Stadt. Nein, echt, ganz ehrlich, ich möchte nicht beste Freunde mit dir sein. Ich möchte dich eigentlich auch erstmal nicht sehen, okay? Okay. So, und wir werden jetzt mit Daisy erstmal jemanden schnappen. Und gucken, dass wir diese entsprechende Person nicht haben. Die Alienfrau hat ja nicht leider performt. Schwierig. Ansonsten können wir ja mal gucken, ob hier irgendwer ist bei unseren Kindern, die wir noch nicht haben. Bruno Winter, ich bin mir so unsicher, wen wir bisher hatten und nicht. Ich weiß nicht, ob ich Bruno Winter schon hatte. Irgendwie sagt mir das Gefühl, ja. Schwierig. Wir können es ja mal so machen. Daisy, geh mal in die Bar zu den Studenten. Das sind alle ganz junge Hüpfer. Die hattest du bisher sicherlich noch nicht. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Na? Jetzt schnappen wir uns jemanden, den wir noch nicht kennen. Hier, da ist doch der erste Kandidat schon. Hey, du! Du. Wie heißt du denn eigentlich? Isao, dich kenne ich noch nicht. Aber sieht schon ganz schnuckig aus, ne? Also für eine Nacht schon in Ordnung. Tanz mal nicht. Wir haben sehr wichtiges Business mit dir zu besprechen. Es ist Weihnachten. Hast du schon was vor? Guck mal, wir geben dir sogar ein Geschenk. So Kinderspielzeug, um einfach schon zu zeigen, hey, weißt du, ich würde gerne ein Kind mit dir zeugen. Du musst dich um gar nichts kümmern. I don't want a partner. In fact, I don't want the father to be someone I have to see socially or who have any interest in raising the child himself. Aber hast du Bock? Ja, also ist dem doch offen geneigt. Oder doch nicht? Ich weiß das nicht ganz genau. Auf einmal, obwohl die Musik mag er, glaube ich, nicht. Sie hat schon super Weihnachten, sagt auch so, geil, 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 geil. Jetzt schon jemanden hier schon gefunden in der Bar, in der Studentenbar. So schnell kann's gehen. Isao, hast du Bock? Ich muss schwanger werden. Ist das okay für dich? Nice. Sogar schon unter dem Mistzweig geküsst. Es ist Weihnachten. Nice, 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 nice. Schmeiß dich ran, Daisy. Wir brauchen jemanden, weil sonst bist du schon älter bald. Dröhnendes Lachen? Nee. Du willst ihn doch verführen. Du solltest nicht komisch, psychisch, komisch lachen. Oh, Star vom Tisch.
Ja, sehr schön. Er ist halt super angespannt eigentlich, auch weil er die Musik nicht mag. Kann ich verstehen. Also wenn ich irgendwo sein würde und da läuft irgendwie Hip-Hop im Hintergrund oder Rap, da würde ich auch nicht easy peasy sein. Ich würde es versuchen zu ignorieren, aber naja. An Flirten würde ich nicht denken, Alter, jetzt Konzentration, Isao. Habe ich dir erlaubt zu gehen? Nee, oder? Nee. Du bist so ein schicker Boy. Oh, Daisy, hau rein, du. Dann haben wir hier keinen Busch. Das ist schwierig. Weil wir könnten ihn natürlich mitnehmen, aber eigentlich, also ich meine, Weihnachten und dann nimmst du so eine ganz neue Flamme mit, die du am Tage selbst so kennengelernt hast. Weiß nicht, fühle ich nicht so ganz. Vor allem nicht bei Daisy, weil sie möchte ja auch nicht, dass die Kinder ihn sehen, weil sie werden ihn eh nie wieder sehen. Ja, ich setze mal hier ein Techtelmechtel-Ort hin. Damit das hier schnell, schnell geht, ne? Ich meine, wir könnten einen Busch hinstellen, aber ich finde irgendwie einen Schrank ein bisschen geiler. Finde ich ein bisschen passender. Auch wenn die Schränke so riesengroß sind. Hier so ein. Guck mal. So schön in die Ecke vorm Fenster. Das macht Sinn. Da. Und? Tsubasa. Oder Tsubasa. Machst du jetzt mit mir? Irgendwie mag Daisy nicht mehr. Okay, doch. Okay. Auf geht's in den Schrank. Zack, ihr beiden. Habt Spaß. Der Weihnachtsmann sieht's. Bruno, das ist nicht die Zeit, sowas zu fragen. Oh, nein. Auf keinen Fall. Was denkst du denn? Während sie quasi gerade den Lustakt macht, fragst du sie? Oh, Bruno! Timing! Nein! Und vor allem, das macht dich auch noch an, Bruno. Da, ich sehe so viele Schwierigkeiten jetzt gerade da drin. Und du das als Weihnachtsmann. Das ist also ganz schwierig. Außer du bist jetzt in Rente geschickt worden und das ist jetzt nicht mehr, dass du nicht mehr Weihnachtsmann bist. Aber ich glaube, du bist trotzdem noch Weihnachtsmann. Ey, Bruno. Das kann... Do you know the definition of perseverance? An excuse to be obnoxious? Nein, ich habe keinen Bock auf dich, Bruno. Versteh das doch mal. Es reicht, Bruno. Dass der Weihnachtsmann so schwierig ist, habe ich auch nicht gedacht. Bruno, jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mir zu folgen, du Blödmann. So, wir müssen doch nicht mit Bruno. Nein, 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 nein. Wo ist denn jetzt unser... wo ist... Es reicht mir jetzt langsam. Was ist denn mit euch? Warum performt ihr alle hier nicht? Oh, komm jetzt doch bitte nach oben, Mann. Und jetzt machen wir ein Baby. Auf geht's. Nicht lang schnacken, einfach machen. So. Ich drohe euch einfach wieder. Genau. Ich muss es anscheinend immer abbrechen und dann geht das. Mann, Mann, Mann. Wisst ihr, ich habe so ein schönes Weihnachtsfest mir ausgedacht. Und jetzt ist es schon 17.20 Uhr. Und sie ist immer noch nicht schwanger. Was soll ich denn da machen? Und Daisy ist hundemüde. Und sie muss auch noch ein Weihnachtsessen machen. Und wir haben nicht mal einen Teenager im Haus, der das so machen könnte für sie. Stress. Das ist Stress, sage ich euch. So, auf geht's, Daisy. Sei jetzt schwanger, bitte. Oh mein Gott, sei Dank. Er ist schon jetzt gegangen. Er hat gar keinen Bock mehr. Hat er wirklich keinen Bock mehr? Er hat doch gar keine andere Wahl. Und er stinkt. Und? Freust du dich? Ja, er ist so gezwungen, freut er sich. Naja. Weißt du, was wir jetzt machen können? Unsere Runde auflösen. Also, sehr, sehr merkwürdig. Oh, Daisy stinkt. Ich dachte, er stinkt, aber Daisy stinkt. Habe ich voll falsch beschwert. Nun, gut. Aber Daisy, du hast es jetzt endlich mal geschafft. Du bist schwanger. Yes, das war ja nur ein Akt schlechthin, ey. Und auf geht's. Geht's nach Hause. Weihnachten ist angesagt. Wir müssen Kinder, die Kinder müssen erst auch mal groß werden. Das darf ich nicht vergessen. Und dann ist halt Weihnachten schon, ne? Okay,
Es ist 18.37 Uhr und ich wollte ein cooles Weihnachtsfest machen. Oh mein Gott. Okay. Dann, machen wir erstmal ein Fest mal, okay? Und dann versuchen wir mal, Leute einzuladen. Wen kennst du denn überhaupt? Die beiden nur. Okay. Hey, ihr beiden, könntet ihr, sonst macht ihr doch immer. Was, Isau, was machst du hier? Nein, Isau. Es war nur einmal. Ich hab dir das auch gesagt. Es reicht. Mein Gott. Weißt du, Isau, geh weg. Ich hab dir gesagt, ich nehme dich nicht mit nach Hause. Beschuldigen, zu schnell vorgeprescht zu sein. Weißt du, du kannst mit mir kochen. Hast du Bock? Dann geht es schneller. Komm runter da. Mein Gott. Kinder, kommt hier bitte her. Ihr schlaft mal erstmal ein bisschen, okay? Der Weihnachtsmann ist auch bald da. Das ist okay. Ich habe nicht mehr Weihnachtsdeko da. Mein Gott, ist das ein Weihnachten. Ihr macht mich alle kaputt hier, sage ich euch. Oh Gott, ich wollte so ein schönes Weihnachten eigentlich haben. Und warum ist denn nur River? Hier ist Rain gekommen. Also ich sehe ihn nicht. Doch da. Hi, Rain. Okay. Gut, also wir haben zumindest ein paar Leute eingeladen. Ich versuche jetzt einfach normal nochmal Leute. Caleb ist best friends mit uns. I don't know. Alicia, Pansy. Tim müssen wir nicht einladen. Oder? Nee, das ist ja irgendein Kind von irgendjemand anders. Egal, ich bin schon so verwirrt. Osali, Jasmine Kay, Forrest William. Okay, erstmal die. So, und dann bitte kannst du auch noch mal einen Kuchen machen, Daisy. Ich weiß, dir geht's echt wirklich Hundeelend. Aber ich habe auch keine Zeit, du. Ich habe keine Zeit dafür, dass es dir Hundeelend geht. Ja. Ihr könnt gerne alle kommen. Es gibt Essen. Tofu-Truthahn. Können gerne alle vorbeikommen, auch wenn Daisy stinkt. Es geht ihr echt nicht gut. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr einen Weihnachtsbaum habe, aber es reicht, also es lohnt sich auch nicht mehr. Mein Gott, Pansy, werd jetzt nicht zum Werwolf auch noch an Weihnachten. Ich habe wirklich alles versucht, aber die Leute wollten halt Daisy nicht schwanger machen und dementsprechend ist das halt ein typisches Weihnachten für den Desasterhaushalt. Es ist, was soll ich sagen? Und Ben, warum lebst du eigentlich noch? Auch schwierig. Gott, Bruno, es ist wirklich, ne? Oh mein Gott, ich dreh durch. Okay, Kinder, komm mal her. Sag mal Hallo. Ich meine, das ist für euch ja ganz normal, Rain und River, ne? Dass da euer Vater ist. Dann sagt ihr auch noch Hi. Na, du. Vielleicht, also... Oh, die begrüßen sich auch schon so wie süß. So, kann ich dich eigentlich noch nach ein Geschenk fragen? Nach Geschenk fragen, okay. Nach Geschenk fragen, bitte. Alle kommen vorbei, das ist schon mal sehr hilfreich. Und die Kinder schreien, oh Gott. Also zumindest die Kinder hoffe ich, dass sie gleich ein gutes Geschenk haben. Du kannst ihm ja auch hier Onigiri, ich schenke ihm das doch mal. Und dann frag ihn doch bitte mal. Achso, du hast schon? Sehr gut. Und dann frag ihn doch mal nach dem Geschenk. So. Hey, Pansy. Werd bitte nicht zum Werwolf, du. Du, nee. Dafür habe ich echt gar keinen Kopf gerade. Oh Gott! Pansy, nein! Nicht... Oh nein! Pansy! Was ist das denn Weihnachten? Pansy! Ach, Pansy. Frag ihn jetzt doch bitte nach einem Geschenk. Okay, du, dir geht es zumindest gut. Du hast ein schönes Weihnachten. Nach Geschenk fragen, bitte. Konzentration, meine Liebe. Okay, ciao. Du warst eh nicht richtig eingeladen, ey. Fragst du ihn jetzt nach einem Geschenk? Oh Mann, ciao, ihr Lieben. Ich weiß, es ist schon spät, aber... Oh Gott. Daisy fällt die ganze Zeit in Ohnmacht.
Und ich versuche einfach nur, dass die Kids hier ein gutes Weihnachten haben, obwohl sie nicht mal ansatzweise irgendwie Schönes haben. Zwerghasen ist doch zumindest was. Schenke ihm ja auch mal ein bisschen das Geschenk. Daisy, nein, nein, weitermachen bitte. Okay, du hast auch ein gutes Weihnachten. Okay, ihr beiden habt ein gutes Weihnachten. Und wo sind eigentlich die ganzen Kids, die ich eingeladen habe? Naja, Pansy steht draußen. Gut. Fragst du ihn jetzt nach einem Geschenk? Sonst kannst du hier auch noch ein Geschenk fragen. Ich weiß, eigentlich hättet ihr schon Geburtstag, aber ich komme nicht hinterher, ihr Lieben. Eigentlich wollte ich echt ein cooles Weihnachten machen, aber was soll ich sagen? Es ist kein cooles Weihnachten. Nein, es jetzt geht jetzt. Ey, du kannst doch nicht die Kinder einfach hier lassen. Es tut mir leid, Kids. Es tut mir leid. Ich bin die schlechteste Mutter der Welt. Sims Mutter natürlich. Oh mein Gott, und das Kind schreit hier. Ich weiß. Okay, ihr könnt's. Ihr geht beide bitte nach oben und schlaft einfach, damit ihr nicht mehr im Weg rumsteht. So. Warum schläfst du nicht? Warum schläfst du nicht? Ich habe gesagt, Schlafenszeit. So. Bitte super effiziente Babypflege machen. Okay. So, und dann kannst du bitte Hannah helfen, die Kerzen auszublasen. Ich weiß, du musst ins Bett, meine Liebe, aber wir haben echt keine Zeit gerade. So, auf geht's. Hannah, happy birthday! Alles Gute nachträglich. Eigentlich hättest du jetzt schon älter sein müssen, aber ist dem doch nicht so passiert, ne? Das war erfolgreich, war grauenhaft. Hannah und Fabian, es tut mir leid. Es tut mir leid. So, erstmal Hannah, Kind der Inseln. Wähle eine Nummer zwischen 1 und 4. Die Antwort lautet 4. Sozial. Schön. Auch Kind der Inseln, finde ich nice. Die Kids haben doch Geburtstag heute, oder? Die kleinen Babys, ja. Den kannst du dann auch mal älter werden lassen. Zusätzlich auch noch. So, erstmal Valerian. Ist ein Recycling-Fan. Oh, hat er bestimmt bei seiner Mutter dann abgeschaut. Wähle eine Nummer zwischen 1 und 4. Die Antwort lautet 1. Kreativität. Okay. So, Blossom ist albern. Oh, sieht doch so niedlich aus. Okay, Daisy, du machst es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Dafür, dass du wieder in Omas fallen wirst, bestimmt gleich. Schaffst du es noch? Nee, aber du kannst doch schon mal hier hinkommen und ein bisschen brabbeln. Nein, Geschwisterkind, das kommt auch noch. Jona, der wird auch noch älter werden. Vertrau mir. Es dauert nur ein bisschen. Jona ist ein Charmeur. Okay, sehr gut. Dann kannst du ja hier mal baden gehen. Dann kannst du vielleicht sogar auch ein bisschen einschlafen da. Ist doch super. Interessant darf, aber Jona. Interessant. So, Jona, dann kannst du doch mal hingehen und mal öffnen und ein bisschen Fantasie üben schon mal. Mach das doch mal. So, und Daisy, du hast es jetzt geschafft. Du hast jetzt dein grauenhaftestes Weihnachten bisher erlebt, aber immerhin hast es geschafft. Also, ist doch wunderbar. Umstyling-Zeit. Wir brauchen auch was Ruhiges nach diesem katastrophalen Weihnachten, nach diesem katastrophalen Date, wenn man es so nennen mag. Das war ja alles nicht so das. Okay, machen wir hier so, zack. Finde ich schon cute. Also selbst die Haare finde ich eigentlich ganz cute. Hast du irgendwelche komischen Sachen? Weil sonst werde ich die einfach so lassen erstmal. Was ist das denn? Eh gut. Dann gucken wir mal deine ganzen Sachen hier an. Okay. Also die Mischung ist jetzt nicht die beste, aber trotzdem. Ich habe schon Schlechteres gesehen von deinen Geschwistern, muss ich sagen. Machen wir das hier, genau. Passt nicht so ganz, aber das ist egal. So. Vielleicht sowas. Das kann ich mir eigentlich bei dir gut ganz vorstellen. Ja. Finde ich gut. Nicht so Kleidchen, sondern einfach, genau. Nicht so ganz girlyhaft. So, finde ich süß. Also, das passt eigentlich zu ihr. Ich habe girlyhaft gesagt, ne? Oder nicht girlyhaft, auf einmal hat sie das als Partyoutfit an. Das passt nicht so ganz. Kannst ja so Schwimmerin werden oder so. Bist ja eh Kind der Insel. Also, dementsprechend passt das ja eigentlich ganz gut. Ja, das passt. Sehr schön. Dann haben wir dir, Hannah, schon ein schnelles Makeover gegeben.
findest eine sehr süße Maus. So. Und dann kommt Valerian. Valerian, die Frisur geht eigentlich auch, würde ich sagen. Ich meine, wenn du das so tragen willst, okay. Dann haben wir Valerian. Bisschen lockerer, aber hat seinen Stil auch noch nicht so gefunden. Und dann kommen die kleinen Kinder. Die pinken Haare lasse ich. Die finde ich witzig. Sind die Containerkinder, deswegen können sie auch witzige Kleidung. So, ist ein süßer Fratz, der Jona. So, dann haben wir den guten Jona ein bisschen umgestylt. Sehr süß. Sehr, sehr süß. Und dann kommt Blassam. Schöne Haare schon gewählt. Spiel. Nicht schlecht. Und dann kommt sowas, ne? Ich sag immer so, ich lobe das Spiel und dann kommt sowas. So. Ich meine, es war Weihnachten, das ist korrekt. Aber jetzt ist nicht mehr Weihnachten. Und dein Weihnachten war auch echt nicht gut. Deswegen wirst du auf jeden Fall kein Weihnachtsfan werden. Da wirst du sagen, Weihnachten lieber nicht. Ich bin Anti-Weihnachten. Vor allem, ich kannte den Weihnachtsmann und der hat sich nicht mehr für mich Zeit genommen. Obwohl er der Vater ist von meinen Brüdern. Könnt ihr euch das vorstellen? Richtig blöd. Richtiger Blödmann, sage ich euch. Richtiger Blödmann. Okay, dann haben wir's. Dann haben wir auch die gute Blossom Umstellung gegeben. Süße, 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 süße Maus. Jona und Blossom sind keine Weihnachtsfans. Keine. Der Weihnachtsmann hatte nicht mehr Zeit für sie. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hing die ganze Zeit bei Daisy ab, ne? Aber von den Kindern will er nichts wissen. Okay, Linda. Fein. Aber jetzt ist ein Geist bei mir daheim. Es ist auch nicht so cool, aber gut. Sie räumt zumindest auf. Also sie ist eine gute beste Freundin. Sie hilft zumindest hier. Weh, du machst hier alles kaputt, ne? Ich bin gerade... Deswegen, es ist schön, dass du mir geholfen hast, aber ich habe jetzt einfach zu sehr viele Sorgen, dass du alles wieder kaputt machst. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf, muss ich sagen. So gar keinen Bock. Dann stell mal ein paar Kerzen her, okay? Bist zwar müde, aber damit musst du zurechtkommen hier in diesem Haushalt. Das weißt du, Daisy, ne? Das weißt du. Ren, wohin gehst du? Wow, ich hab dich nicht eingeladen. Du hast nicht meinen Schlüssel hier. Geh einfach. Okay, bye. Mann, war Ren überhaupt bei der Weihnachtsfeier? Ich sag einfach nein. Ganz schwieriger Vogel. Warum bist du hier, Hazel? Nur an einem Computer gehen? Denkst du wirklich, Hazel, ich hab vergessen, wie du die gute Daisy beleidigt hast? Denkst du das wirklich? Bitte geh zurück in dein Haus und schließe die Tür. Niemand möchte dich in der Öffentlichkeit sehen. Geh jetzt aus meinem Haus. Du beleidigst Daisy nicht und dann tun, als ob nichts gewesen wäre. So nicht mit mir, Hazel. Nee, nee. Kannst es mit wem anders so treiben. Ah, nicht mit mir. Mm-mm. Was ist denn mit diesen Leuten? Warum kommt ihr auf einmal alle hier ran und geht an meinem PC? Ganz ehrlich. Abschüssen für jeden. Außer Familienmitglieder. Mm. So, und ich hoffe, das bedeutet für jeden, die alle nicht mehr in diesem Haushalt sind. Ganz ehrlich, nur wenn ihr an meinem PC wollt. Was machst du denn hier? Gibst mir zumindest Free Food? Danke. Weiß ich zu schätzen. Vielleicht hätte ich mich nicht beschweren sollen, weil jetzt auf einmal sehr viele hier sind. Trotzdem. Nee, ihr, Marcel, lass es. Ich habe gar keine Zeit, gar keinen Kopf für euch, du. Erzähl doch nicht mit dem Marcel... Oder ist es dein Vater? Nee, Bruno ist dein Vater. Also ich würde es echt cool finden, wenn du zumindest 4 von 5 hast. Insektensachen können wir ja immer noch nach und nach machen. Und wir brauchen eh für das Bestreben bestimmt Level 10. Der Herstellungsfähigkeit heißt, das ist jetzt nicht so schlimm.
wenn wir dafür ein bisschen länger brauchen für die Insektenfarm, aber lasst uns doch erstmal Kerzen wegmachen und vielleicht Level 7 der Herstellungsfähigkeit heute erreichen. Das wäre echt sensationell. Stell bitte hier so eine rechteckige da, damit es ein bisschen länger dauert. Ja, das wird sie aber heute nicht mehr schaffen, die Herstellungsfähigkeit Level 7. Das wird sie nicht mehr schaffen, aber zumindest sie hat eins geschafft. Eins, stelle 5 Kerzen hier, hat sie auch mal geschafft. Nice. Sieht zumindest jetzt nicht mehr ganz so chaotisch aus, diese Haushalt. Also nicht mehr so schlimm. Also Kind stinkt, aber das kennen wir ja schon. Willow ist da um 0.30 Uhr. Komische Uhrzeit, muss ich ehrlich sagen. Daisy hat keine Zeit für dich, du. Gar keine Zeit. Mm-mm. So, und hierbei würde ich es dann heute belassen. Wir hatten ein sehr chaotisches Stell dich ein, Weihnachten. Und generell waren alle Sims mal wieder schwierig. Deswegen, ach nee, brauche ich mal wieder Pause. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Kommentar da und folgt mir gerne. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!